bitten um Ihr Verständnis. Ferienende, der Urlaub ist vorbei und nun heißt es, so schnell wie möglich nach Hause. So sieht es auch Familie Reiser. Um nicht im Stau zu stehen, fahren sie die ganze Nacht durch. Morgens kann Herr Reiser kaum noch die Augen aufhalten, trotzdem fährt er immer weiter. Ein Fehler, der nicht nur ihm zum Verhängnis wird. Sehen Sie jetzt im Verkehrsgericht den Fall Massenkarambolage. Noch einen Kaffee für mich? Ja. Halt? Ja. Das packen wir zusammen. Markus, das muss doch nicht sein. Es nervt ein bisschen. Schließlich bin ich die ganze Nacht gefahren. Krieg ich noch eine Cola? Du kriegst jetzt keinen Cola mehr. Du bist eh schon aufgedreht genug. Und du versuchst jetzt im Auto noch eine halbe Stunde zu schlafen und zu Hause gehen wir alle gleich ins Bett, ha? Kann ich im Wohnwagen schlafen? Nein, kannst du nicht. Ach, bitte. Markus. Erstens ist es verboten und zweitens weißt du ganz genau, dass es viel zu unsicher ist. Also. Aber es ist doch nur noch eine halbe Stunde. Markus, keine Diskussion, du. Kann man nicht einmal eine Ausnahme machen? Nein, es gibt keine Ausnahme. Aber hinten ist es auch so voll und da kann ich nicht schlafen. Markus, endgültig nein! Komm. Du hast gehört, was der Papa gesagt hat. Ach, nur dies eine Mal. Nein, es geht nicht. Wirklich. Ich will etwas zu trinken. Ich will auch was. Dürfen wir jetzt raus? Na gut, komm. Geht's? Weil vorne ist alles so voll. Ach, der Markus. Okay, das eine Mal. Markus, kommt ihr jetzt? Gleich! Aber versprochen, das nächste Mal gibt es keine Diskussion drüber. Ja? Ehrenwort. Ja. Okay, hier hinten rein, ich kläre das mit Papa. Verschwind. Dein Schulkind sein, aber erst nach den Sommerferien. Ja? Ja, 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 ja. So, habt ihr alle ausgetrunken? Ja. Ja? Gut. Jasmin, schmeißt du die Becher da vorne weg? Ja. Du, Anja, sei nicht traurig. Wenn Jasmin beim Kindergeburtstag ist, dann machen wir beide ganz was Tolles zusammen. Ist gut? Ja. Ja. Mama, darf ich den Lappen haben? Nein, bitte komm. Komm einsteigen. Wir müssen doch noch ein Geschenk kaufen. Schnell, Jasmin. Komm einsteigen. Okay, okay, okay. Ganz schnell. Alles klar? Ja. Elli! Ja? Geht's noch? Klar. Du kannst dir kaum noch aus den Augen schauen. Es geht schon noch.
Du fahr lieber noch mal rechts raus und mach ein paar Kniebeugen oder so. Ich kann doch nicht mitten auf der Autobahn anhalten. Wenn wir jetzt einen Platten hätten, müssten wir ja auch auf die Standspur fahren. Ein paar Kilometer bis München gehen schon. Mach wenigstens das Fenster auf. Ja. Meinst du, das ist besser, wenn ich noch fahre? Nein, das will ich nicht. Außerdem, du kennst doch Horst. Eine Schramme in seinem Wohnwagen und der Teufel ist Als ob ich immer die Schrammen in die Autos fahre. Mann, Jesus, so habe ich das doch nicht gemeint. Soll ich dir was erzählen? Nein, lass mich bitte in Ruhe. Sein eben nicht. A91, Kilometer 92,5, Massenkarambolage. Es kracht im Sekundentakt. Reich. Hey, Navajo. Das kann alles hin.
Mach mir eine Gurke. Auf der A91 wurden sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet und mit der Bergung der Unfallopfer begonnen. Nach 1,5 Stunden rollte der Verkehr wieder. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser abtransportiert. Leider nimmt die Häufigkeit solcher Massenkarambolagen zu. Nicht angepasste Geschwindigkeit, mangelnder Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit sind mitbestimmend dafür, dass es in jedem Jahr zu derart verheerenden Unfällen auf der Autobahn kommt. Jeden von uns kann das treffen. Heute, morgen, schneller als man denkt. Der Lastwagen ist drauf und dieses hat mit dem Auto, also mit diesem PKW zusammen und hat den Wohnwagen quasi auf den Grünstreifen geworfen. Ja. Was war mit Ihrem Sohn? Das ist ja noch. Naja, und dann sind wir natürlich, also Gott sei Dank war hinten, oder ich weiß jetzt nicht, welches Fenster das war, aber jedenfalls war das aufgesprungen. Wir sind, meine Frau ist sofort reingegangen. Mhm. Und wir haben ihn da gesehen, lag irgendwelches Zeug halb auf ihm drauf, war natürlich alles völlig durcheinander. Und hat sie ihn mir also ich habe ihn an den Beinen genommen und sie hat ihn rausgetragen. Und Entschuldigung. Dann hat er halt diese ganz schwere Augenverletzung und ich hab dann meiner Frau noch gesagt, leg da ein Kissen hin. Ja, also ich weiß auch nicht, wie das passiert. Mhm. Und wir haben dann, also ich habe natürlich erst auf ihn eingeredet. Er war wahrscheinlich ohnmächtig, also er hat jedenfalls nicht reagiert. Und ich hörte dann, also da war dann das war wie ich weiß, ein Riesen durcheinander gewesen sein. Ja, da ist natürlich einer nach dem anderen drauf. Diese Massenkarambolage, erst nur gehört. Wie alt ist Ihr Sohn? Der ist vor 2 Monaten gerade 10 geworden. Ja. Was ist mit den anderen Verletzten passiert? Was können Sie dazu sagen? Naja, also ich weiß jetzt aus dem Krankenhaus, habe ich gerade gehört, dass die beiden Kinder aus dem Auto, was auf den Wohnwagen draufgefahren ist, die sind zwar wohl schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr, während die Frau ist noch wohl im Koma. Zunächst müssen wir ganz realistisch mal davon ausgehen, dass Sie wohl als Beschuldigter in Betracht kommen. Hat Ihnen die Polizei etwas in dieser Richtung gesagt? Ja, die haben mir gleich was gesagt von fahrlässiger Tötung und mehrfacher schwerer Körperverletzung und so. Und natürlich dieser irrsinnige Sachschaden, der da wahrscheinlich entstanden ist. Ja, das dann also, möglicherweise bei solchen Massenkarambolagen noch
von sekundärer Natur. Klar, na ja, aber auch da gehört, ja, dass ein Mann zu Tode gekommen ist. Ja, das ist ein, ja, ein Fahrer ist also ein Autofahrer ist verbrannt. Ja. Ja, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass Sie aus irgendwelchen Gründen diesen Unfall verschuldet haben, dann ist das natürlich ein schwerwiegender Tatbestand. Aber das ist doch die fahrlässige Tötung und dann, ja, die fahrlässige Körperverletzung anderer Personen. Ja, aber ist denn nicht prinzipiell erstmal, sind doch die schuld, die auffahren? Ich meine, ja, die sind alle, die, ja, ja, da ist einer nach dem anderen reingefahren, als ob sie überhaupt nicht, was weiß ich, als ob sie alle geschlafen hätten oder was. Also, wie viele Stunden waren Sie jetzt ungefähr unterwegs bis zum Unfallhergang? Naja, das war ja relativ kurz vor München, so knappe halbe Stunde vor München. Also, ja, waren wir so etwa 7 Stunden unterwegs. Mhm. Also wir waren in den Pfingstferien jetzt in, ja, Jesolo. Wir haben uns vorgenommen, Freitag Nacht zurückzufahren, um nicht in irgendwelche Staus reinzukommen. Mhm. Und haben dann noch abends mit den Leuten, wir kennen da schon ein paar Leute natürlich, und mit denen haben wir noch ein bisschen gefeiert abends. Und, mhm. Wie lange? Na, so bis ich glaube um 11:30 sind wir weggefahren, 11:30, 12, sowas in der Nacht. Ja. Und es war wunderschön. Ich habe natürlich nichts getrunken, weil ich das ja schon wusste. Also kein Alkohol getrunken. Verzeihung, wäre meine, ja, nächste Frage gewesen. Klar, ja. Nein, die haben auch so einen Alkoholtest gleich da am Unfallort gemacht. Ja. Und das war natürlich nichts, weil ich habe, ich glaube, 2 oder 3 alkoholfreie Bier getrunken. Mhm. Meine Frau hat 1-2 Glas Wein getrunken. Also, ja, die hat ein bisschen, ja, was getrunken. Ja. Ist die Polizei so weit gegangen und hat sich für ihren Führerschein interessiert? Nee, ich glaube, Sie haben ihn nicht mal angeguckt. Ist einer, aber ich wollte jetzt noch weitergehen. Ja. Der ist nicht sichergestellt worden. Nein, ich habe den. Ja, 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 ich habe, ja, den noch. Haben Sie sich über den Zustand des Fahrzeugs auch noch mal informiert, bevor Sie losgefahren sind, etwa in Italien? Ist ja dann Sonneneinstrahlung, die auf die Reifen einwirken, mhm, kann. Mhm. Oftmals ist es so bei Wohnanhängern, dass sie jahrelang mit den gleichen Reifen gefahren, mhm, werden, die von der Beanspruchung der Lauffläche her keiner großen Abnutzung unterliegen, mhm, hängt von der Fahrhäufigkeit ab. Aber es tritt ein Alterungsprozess ein, mhm, der dann etwa, wenn der Luftdruck auch nicht ganz stimmt, zum Walken des Reifens führen, ja, kann. Damit erhitzt er sich und dann kann es zu irgendwelchen Reifenknallern kommen. Mhm. Haben Sie irgendein Geräusch wahrgenommen? Ja, ja, es war natürlich wie ein, als ob der Reifen geplatzt ist oder was weiß ich, aber ich habe, als ich ihn abgeholt habe, den Wohnwagen, habe ich mit dem Horst gesprochen und er hat mir gesagt, er hat alles kontrolliert, es ist, mhm, alles in Ordnung, es ist alles, also so wie immer. Ja, Herr Reiser, ich meine, das waren die ersten Informationen, gut, ja, die ich heute von Ihnen bekommen habe. Ich rühre mich bei Ihnen, mhm, wenn, mhm, ich irgendetwas Näheres erfahren habe. Und, sehr gut, ja. Das mache ich erstens generell, zweitens aber dann, wenn solche Dinge im Raume stehen, insbesondere wenn Sie auch persönlich durch die Verletzungen Ihres Sohnes so betroffen sind, Ihre Frau und Sie. Ja. Nicht? Da können, ja, wir wirklich nur hoffen, dass Ihrem Sohn nichts bleiben wird. Ja. Wenn der Papa bloß angehalten hätte. Stell dir vor, beide Augen wären weg, das wäre echt ätzend. Jetzt warte mal ab, es ist ja noch gar nicht sicher, dass das Auge nicht wieder wird, hm? Ja, 5% hat mir der Arzt gesagt, aber der will mir auch nicht die ganze Wahrheit sagen. Ach Mensch, das hätte ich ja fast vergessen. Ich habe dir was mitgebracht von deiner Klasse. Schau mal. Die Heidi hat auch unterschrieben. Wenn er bloß auf mich gehört hätte, der Dickschädel. Wir sind doch alle schuld. Wieso alle? Ich wollte unbedingt in den Wohnwagen und du hast mir auch noch erlaubt. Ja, schon. Aber er wollte unbedingt noch bis nach Hause fahren. Aber du brauchst ihm ja auch nicht die ganze Schuld zu geben. Hast ja recht. Sag mal. Dankeschön. Tag, Markus. Tag, Markus. Tag, erste Patienten. So, wie ist es denn mit dir? Tut's noch weh mit dem Auge? Ein bisschen. Ein bisschen auch, ne? Kann man eigentlich Augen transplantieren, meinst du? Ja. Nein, so weit ist die Wissenschaft noch nicht. Weil das ein Gehirnteil ist und da kann man nicht. Das geht leider nicht. Der Markus, ja, hat mir vorher was erzählt, dass es 5% Chancen noch gibt. Ja, eventuell, dass in dem kranken Auge doch noch 5% Sehkraft kommen. Mhm. Wahrscheinlich wird es so bleiben, wie es jetzt ist. Und wir haben ja Glück, dass das andere Auge 100% in Ordnung, mhm, ist. Also
Er wird ganz normal mit dem anderen Auge sehen können und es wird auch mehr besser werden mit dem Sehen, je länger der Unfall her ist. Ne? Nur eben, sagen wir, irgendetwas, wo du beide Augen brauchst, wo es auf Stereosehen ankommt, genau, das kannst du später nicht mehr werden. Hattest du denn sowas vor? Ja, eigentlich wollte ich Pilot werden. Ja, ich glaube, da darf man noch nicht mal eine Brille haben, wenn man Pilot werden will. Da musst du dir was anderes ausdenken. Vielleicht irgend sowas mit Luftfahrt oder Ähnlichem. Dann werde ich eben Chirurg. Ja, das ist gut. Dann studiere erstmal Medizin und dann sehen wir weiter. Wir werden schon einen Beruf für dich finden, wo du auch mit einem Auge klarkommst. Hm? Das glaube ich auch. Tag, Jasmin. Tag, Jasmin. Guten Tag, Anja. Na, wie ist es dir denn jetzt? Ich habe noch Kopfweh. Ja, oh, das war ein großes Loch, was du hier oben hattest. Und an der Lippe tut es dir da noch weh? Ja. Ja, ne? Mit dem Sprechen geht's noch nicht so laut, ne? Eine Woche schläft schon meine Mama. Schläft sie nur oder ist sie schon tot? Nein, sie schläft ganz tief und fest. So lange kann man gar nicht schlafen. Doch, wenn man einen Unfall hatte, kann man so lange schlafen. Mein Papa, der ist von einem Jahr auch gestorben, bei einem Unfall. Da ist im Himmel. Ja, aber deine Mama, die ist ganz lebendig. Nur sie schläft noch so lange. Und deswegen wollen wir ihr helfen, dass sie wieder aufwacht. Deswegen habe ich hier die Frau Dr. Sichert mitgebracht. Tag, Anja. Die behandelt deine Mama. Und wir wollen das so machen, dass wir ein Video drehen von dir und von deiner Schwester. Und das dann deiner Mama vorspielen. Ne? Mhm. Dann wird sie schneller wach. Dann ist sie genauso schnell wach und kommt aus dem Krankenhaus zur gleichen Zeit, wie ihr aus dem Krankenhaus kommt. Ja. Ne? Da hilft ihr mit. Ne? Gut. Frau Betzen, hören Sie mich. Heben Sie doch mal bitte die Hand, Frau Betzen. Ihren Kindern geht es gut. Ich habe Sie gestern auf der Kinderstation besucht. Sie lassen Sie grüßen. Geben Sie uns doch auch mal ein Zeichen. Ich glaube, damit haben wir keinen Erfolg. Wir können doch mal dann das Video abwarten. Mama, hallo Mama. Kannst du mich hören? Hier ist Jasmin, dein Blümchen. Mama, wieso schläfst du so lange? Bitte wach wieder auf. Du fehlst mir so. Liebe Mama, liebe Mama, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Hörst du nicht die Glocke? Ding, dang, dong, lutsch, bong, bong. Ich glaube, wir sind einen Schritt weiter gekommen. Frau Betzen, es ist gut, Sie so körperlich unversehrt zu sehen. Wie geht's ja. Ihnen denn? Ja, wir leben, das ist das Wichtigste. Mir geht es körperlich gut, den Kindern auch. Die sind ja etwas früher entlassen worden und sind bei meinen Eltern und werden da versorgt. Sind Sie noch in ärztlicher Behandlung, oder? Ich habe jetzt eine Therapie begonnen, weil ich eben in diesem etwas sehr merkwürdigen Zustand war. Mhm. Dieses, wie der Arzt es nennt, Post-Traumatic Stress Disorder. Das war so dieser Zustand. Da werde ich Sie gleich noch im Detail dazu fragen. Sie müssten mir jetzt im Einzelnen schildern, wie sich der Unfall dann zugetragen ist, was Ihnen erinnerlich ist. Also ich muss von vornherein sagen, ich weiß immer noch nicht viel. Also ich weiß eigentlich gar nichts. Nur eben zwei Punkte sind in meinem Kopf noch drin, an die ich mich erinnern kann. Das ist, dass ich meine Kinder gesehen habe hinten und die Anja war im Gesicht blutüberströmt und sie saßen da wie tot. Und das war das eine Bild. Und das zweite Bild ist, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Und wie sich das abgespielt hat, wird sich sicher erst aus den Akten ergeben. Weil es eben so ein Riesenunfall war und ich auch als Beschuldigte gefragt wurde. Und da haben Sie aber, wie ich Ihnen gesagt habe, nur Ihre Personalien angegeben. Nur die Personalien, ja. Wenn man sich an nichts erinnern kann und man wird als Beschuldigte gefragt, was natürlich wahrscheinlich normal ist für die Polizei, aber ich mache mir halt Sorgen, wirklich Gedanken, ob ich der Anlass war für dieses Riesenunglück. Also das wäre natürlich entsetzlich, aber gut,
Frau Betzen, da sage ich nur, aus dem, was Sie mir im Moment geschildert haben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass daraus irgendein strafrechtlicher Vorwurf resultieren kann. Was ich eben auch erfahren habe, also über Herrn Steininger, also von ihm habe ich auch Informationen über den Unfallhergang. Also ist der Herr Steininger? Herr Steininger ist, ja, das ist eine sehr, ja, rührende Geschichte. Herr Steininger ist also der Mann, der... der meine Kinder rausgeholt hat. Ja. Das ist dieser Lastwagenfahrer. Und als ich eben noch nicht ansprechbar war, hat er sie besucht. Und später dann, als ich aufgewacht bin, mich auch nochmal. Und da habe ich eben erfahren, was, dass nach ihm natürlich auch Autos aufeinander fuhren. Und ja, er sitzt halt höher in seinem Lastwagen und er hat einen besseren Überblick gehabt und hat eben auch gesagt, dieser Wohnanhänger war noch vor mir. Mhm. Und Ihnen ist er da aber nicht mehr in Erinnerung, dass Sie den überholt hätten oder dass der kam nach Ihnen, oder? Sie haben er ihn kam nicht nach wahrgenommen. Mir und er hat eben nur gesehen, dass ich überholen wollte, wahrscheinlich durch den Blinker hat er gesehen, also was ich vorhabe. Und dann hatte nur den Unfall eben gesehen und ich hatte gesehen, dass ich nicht stoppen konnte und er konnte es halt auch nicht, wie es eben so passiert. Und ja, er besucht jetzt meine Kinder auch im Zuhause bei meinen Eltern und ach, das ist ja nett. Das ist ja eigentlich sehr, ja, sehr ungewöhnlich und rührend, weil ich kann mir vorstellen, dass er sich genauso schuldig vorkommt, aber... Frau Betzen, also wir werden so nicht klären können, wie es sich genau abgespielt hat. Ich werde die Akteneinsicht beantragen. Wir haben ja noch klar Zeit, den Strafantrag zu stellen. Das sind 3 Monate. Mhm. Und wegen der Körperverletzungen, die Sie erlitten haben und Ihre Kinder erlitten haben, werden wir diesmal, weil ja die Unfallbeteiligten feststehen, wenn wir die Akten gesehen haben, uns als Nebenkläger wohl anschließen, damit wir an dem Verfahren dranbleiben, um einfach unsere Ansprüche, die wie Sachschäden, Schmerzensgeld, die zivilrechtlichen Ansprüche, auf die wir gleich noch eingehen werden, durchsetzen zu können. Jetzt hätte ich ganz gerne noch ein bisschen die Einzelheiten zu Ihren Verletzungen. Ja, ich habe eben diese Halswirbelsäulenzerrung gehabt, wo ich eben diesen Kragen getragen habe, aber das ist jetzt auch vorbei und ja, ich spüre da auch nichts so. Was ich spüre ist, weil ich Brustkorbquetschungen gehabt habe, dass mir das Atmen ein bisschen so schwer fällt. Also es kommen halt Stiche so ab und zu beim Atmen in der Brustgegend. Ja, und also das Schlimmste war eben dieses, wie hat er gesagt, Posttraumatic Stress Disorder. Und haben die Ärzte Ihnen, also erzählen Sie doch mal einfach, wie sich das geäußert hat und ob die Ärzte Ihnen dazu eine Erklärung geben. Ja, also gegeben. Es ist kein Koma, aber... durch diesen Anblick dieser Kinder, die ja so wie tot dalagen, ist eben auch noch dieser verdrängte Unfall meines Mannes, den ich ja sterben gesehen habe, hochgekommen. Und dann hat sich das alles in meinem Kopf so überlappt. Also und immer wenn ich jetzt die Augen zumache, dann kommt besonders eben dieser Anblick der toten Kinder. Und es kommt immer wieder. Es kommt nur bis zu diesem Zeitpunkt und dann gibt es keine Erinnerung mehr. Und es ist halt sehr schwer, weil man das immer wieder durchlebt. Und wie sind Sie da wieder rausgekommen? Wie? Ja, da... Ist Ihnen das erinnerlich oder? Ich habe meine Kinder gehört. Also da hat dieser Arzt so ein Experiment wohl gestartet und es ist geglückt. Ich... weiß nicht, wahrscheinlich habe ich mich auch eben so schuldig gefühlt, weil ich nicht bremsen konnte und vielleicht wollte ich nicht aufwachen oder ich weiß es nicht. Ich weiß eben nur, dass ich auch jetzt noch dieses immer wieder erleben. Es ist wirklich wie so eine Schallplatte mit einem Kratzer, wo die Nadel immer wieder da hängen bleibt und es geht nicht über diese Hürde weg. Und da ist bestimmt also noch... eben dieser Unfall meines Mannes trägt auch noch dazu bei, weil ich den so verdrängt habe und jetzt ist halt alles auf einmal. Es war die Vorstellung, die Sie hatten, dass die Kinder diesen Unfall nicht überlebt hätten? Genau oder so tot sind wie Ihr Mann. Wie mein Mann damals, ja. Gott, was für ein Segen, dass es nicht so ist. Also, ja,
sind Sie doch... Deswegen sind mir ehrlich gesagt, dass das Auto kaputt ist und dass ich da vielleicht Geld bekomme dafür oder nicht, das ist mir eigentlich ziemlich gleichgültig, weil ich bin froh, dass die Kinder leben, dass ich lebe. Und ja, und ich hoffe nur, dass eben die Anja nichts mit dieser Kniescheibe zurückbehält oder mit dem Arm und dass sie es auch psychisch gut verkraften. Ich begrüße wieder unseren Versicherungsexperten Wolfgang Hertel. Herzlich willkommen. Herr Hertel, Massenunfälle haben ja neben den menschlichen Tragödien, die sich dabei abspielen, auch eine finanzielle Seite. Sehr, sehr kompliziert stelle ich mir die Schuld- und Haftungsfrage vor. Man muss sich vorstellen, viele Autos ineinander verkeilt. Wer soll für welchen Schaden aufkommen? Wie kann man das überhaupt auseinanderfutzeln? Das ist in der Tat die schwierige Frage, die Schuld- und Haftungsfrage. Ist oft nicht zu klären, weil der Unfallverlauf trotz langwieriger Ermittlungen nicht rekonstruierbar sein wird. Und deswegen haben die Autoversicherer 1976 einen sogenannten Maßnahmeplan beschlossen, der sicherstellen soll, dass die Geschädigten ihre Schadenersatzansprüche rasch und unkompliziert durchsetzen können. Sie melden ihre Ansprüche an, Sach- und Personenschaden beim HOK-Verband, und ein Versicherer wird die Schäden regulieren, nach ganz bestimmten Regeln. Beim Sachschaden wird der Heckschaden und die Seitenschäden bezahlt. Beim Frontschaden nimmt man an, dass der Beteiligte diesen sich selbst zugefügt hat, weil er auf den Vordermann aufgefahren ist. Kann er nachweisen, dass er durch den Hintermann aufgeschoben worden ist, dann kriegt er auch den Frontschaden ersetzt. Ähnliches gilt beim Personenschaden. Personenschäden von Fahrern, die dadurch entstanden sind, dass sie auf den Vordermann aufgefahren sind, werden nicht ersetzt. Andere Schäden werden ersetzt. Insassen bekommen alle Personenschäden ersetzt. Ausnahme diejenigen, die dadurch entstanden sind, dass sie nicht angegurtet waren, das ist das Übliche, dann muss man sich ungefähr ein Drittel mit Verschulden entgegenhalten lassen. Und was ist mit dem Schadenfreiheitsrabatt? Geht der den Beteiligten verloren? Der Schadenfreiheitsrabatt geht beim Massenunfall ausnahmsweise nicht verloren. Alle behalten ihren Schadenfreiheitsrabatt in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Wenn einer allerdings seinen Kaskoversicherer in Anspruch nimmt, weil er dort mehr an Ersatzleistung bekommt, dann muss er da eine Rückstufung seines Rabatts hinnehmen. Nun waren ja hier an diesem Unfall nur 12 Autos beteiligt. Das ist natürlich dann vielleicht noch ein bisschen komplizierter, weil man jetzt wieder den Einzelfall untersuchen muss. Das ist kein Massenunfall im Sinne des Maßnahmeplans, aber es ist völlig unkompliziert, weil bei unserem Fall völlig eindeutig nur einer schuld ist und alle Geschädigten wissen, an wen sie sich halten können und von wem sie ihren Schadenersatz bekommen können. Grüße Sie. Sagen Sie, ich mache mir große Sorgen, weil meine Frau noch nicht da ist. Und, ja. Meine Frau ist vor einer Woche ungefähr ausgezogen von zu Hause. Ja. Und wir haben vor 3 Tagen telefoniert. Und da hat sie mir dann, sind wir ziemlich heftig geworden. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, sie wird sich von mir scheiden lassen. Ich sei an dem Unglück von Markus schuld. Sie will natürlich den Markus behalten, ja, ja. Das ist ja klar. Ja, ja. Ja, und nun weiß ich, dass sie sich mit der Frau Betzen getroffen hat. Ja, ja. Das hat mir der Markus aber auch eine ungute Situation. Und nun weiß ich eben nicht, ob sie bei ihrer Nichtaussage bleibt, also dass sie die Aussage verweigert, oder ob sie womöglich mich jetzt irgendwie versucht zu belasten. Ja, in welcher Weise könnte sie das tun? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Das geht ja auch alles so rasend schnell. Man wusste ja auch gar nicht, was man machen sollte. Aber es ist ja doch einer verbrannt, nicht? Ja, also, ja. Schlimm, war schlimm. Macht es Ihnen was aus? Ich muss mich mal eben ein bisschen hinsetzen. Setzen Sie sich ruhig hin, ja. Ich musste noch eine Vollbremsung machen, sonst wäre das auch ein ganz schlimmer Unfall geworden. Das hätte ja noch schlimmer sein können, auch für uns. Ja. Weißt du, es kann jedem mal passieren, gell? Dass du vielleicht müde wirst oder hinschlafst oder irgendwas. Ja, sind Sie denn unter Umständen der Herr, der mir geholfen hat? Ich hatte eine Armverletzung. Ja. Ich habe ja nur wirklich Glück gehabt, dass ich wieder auf der Räder zu stehen kann. Ja. Und dass Sie angeschnallt haben. Angeschnallt, ja. Also das ist ja alles schlimmer. Ich habe Gott sei Dank total Schaden. Auch total Schaden, ja. Also wollen wir mal gucken, was da jetzt weiter rauskommt. Man hat richtig nasse Hände, nicht? Man ist doch ein bisschen aufgeregt. Dass meine Frau da eventuell mir irgendwelche Knüppel zwischen die Beine wirft, also das finde ich schon... Wissen Sie, alleine die Tatsache, dass sie sich mit Frau Betzen zusammentut, deutet darauf hin, dass sie irgendwelche Absichten im Schilde führt. Richtig, das wird man klären müssen. Ja, klar, ja. Durch ja. die Befragung ihrer Frau sowohl, als auch durch die Befragung von Frau Betzen. Ja. Ja. Da kommen dann die beiden Damen nicht drum herum. Bitte in den Sitzungssaal.
Herr Reiser? Ja. Bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Sein Verteidiger, grüß Gott. Könnten Sie noch einen Augenblick stehen bleiben, Herr Reiser? Die Zeugen stehen auch noch. Dankeschön. Die Richterin stellt die Präsenz fest. Erschienen sind der Angeklagte Helmut Reiser mit seinem Verteidiger, die Vertreterin der Nebenklage und ein technischer Sachverständiger. Als Zeugen müssten da sein, Frau Reiser. Frau Reiser scheint noch nicht da zu sein. Wissen Sie irgendeinen Grund? Ich weiß nicht. Nein, ich habe nicht mit ihr gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Die Zeugen Rita Betzen, Alfons Steininger, der Polizeibeamte Ludwig, Franz Johase, Karl Schmiedel, Frieda Memminger, Karin Taube und Heinz Müller werden auf ihre Wahrheitspflicht hingewiesen und verlassen bis zu ihrer Vernehmung den Saal. Dann haben wir noch eine Schulklasse da. Von welchem Gymnasium sind Sie? Von der Gelehrtenschule in Ratzeburg. Gelehrtenschule? Ja. Nach Feststellung der Personalien des Angeklagten verließ der Staatsanwalt die Anklage und beschuldigt Helmut Reiser, durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht zu haben, sowie durch dieselbe Handlung in 9 Fällen durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines anderen verursacht zu haben, strafbar als ein Vergehen der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit 9 rechtlich zusammentreffenden Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung nach den Paragraphen 222, 230 und 52 StGB. Ich danke Ihnen. Wegen der Verletzung seines Sohnes und seiner Frau muss sich Herr Reiser nicht verantworten. Insoweit hat die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung verneint. Weil Sie selbst dadurch im Grunde bereits bestraft sind, dass richtig, diese Folgen ja eingetreten ja sind, nicht? Für Ihren Sohn. Leben müssen Sie damit, Herr Reiser. Das kann man sagen, ja. Der Angeklagte hatte bisher bei der Polizei keine Angaben gemacht, möchte sich jetzt aber zum Tatvorwurf äußern. Er berichtet zunächst von dem wunderschönen Urlaub, den er mit seiner Familie in Italien verbracht habe. Und haben Sie sich vor Antritt der Rückreise noch ausgeruht, möchte die Richterin wissen. Am Nachmittag habe ich mich an den Strand gelegt, in Schatten, habe sicher 2-3 Stunden ausgeruht, habe auch zwischendurch geschlafen, also ich war wirklich fit. Gut, weiter. Ja gut, also wir sind, wie gesagt, so ungefähr um 11:30 losgefahren, wir sind gut durchgekommen natürlich um die Zeit, haben zwischendurch Pausen gemacht, wir hatten Kaffee in der Thermosflasche mitgenommen. Wann haben Sie denn zum Beispiel Pausen gemacht? Und wir haben, wenn ich das recht erinnere, ungefähr bei Trento auf einem Rastplatz Pause gemacht. Und dann nochmal nach dem Brenner. Wie lange ungefähr? Also sicher jedes Mal 20, 25 Minuten sowas. Können Sie sich eigentlich einfach denken, warum ich das so genau von Ihnen wissen möchte? Wahrscheinlich ja, um festzustellen, ob ich fit genug war, das zu fahren. Um dem ein wenig vorzugreifen, Herr Reiser, Sie sollen ja bald nach dem Unfall gesagt haben, Sie könnten sich den Unfall eigentlich nicht erklären, es sei denn, an dem Wohnwagen sei ein technischer Defekt gewesen. Ganz genau, ja. Der eigentliche Anlass oder Auslöser ist mir nach wie vor nicht klar und das ist etwas, wo ich natürlich auch einfach wahnsinnig verunsichert bin, weil ich nicht weiß, warum es mich plötzlich auf die andere Fahrbahn gedrückt hat. Tja, und wie ist es zu diesem Unfall nun gekommen? Sie sind von welcher Spur auf welche gelangt? Also ich bin auf der rechten Spur gefahren, ganz normal, und bin in etwa 80 gefahren. Mit diesem Anhänger darf man sowieso nur 80 fahren. Bei besten Sichtverhältnissen? Ganz genau, ja. Trockener Fahrbahn, ja. Kamen Sie auf welche Spur? Hat es mich plötzlich, also so schnell, deshalb dachte ich halt, dass es ein Defekt an dem Wohnwagen ist, weil mich hat es plötzlich nach links rübergerissen und bevor ich noch also wirklich gegenlenken oder sinnvoll darauf reagieren konnte, hat es schon gekracht, war ich schon in die mittlere Leitplanke gefahren. Wo befand sich Ihre Frau zur Zeit der Fahrt und bis zu dem Unfall? Meine Frau saß immer neben mir. Also auf dem Beifahrersitz in Ihrem Auto? Ja. Und das Kind, Ihr Sohn? Der Markus saß immer hinten auf der Rückbank. Auch bei dem Unfall? Nein, natürlich nicht. Was haben Sie nun in Erinnerung, was sich alles abgespielt hat? Sie kamen nach links rüber gegen die Leitplanke. So weit waren wir gewesen? Dann ging das eigentlich, Schlag auf Schlag kann man nur sagen. Es ist einfach einer nach dem anderen da reingefahren. Aufprallgeräusche. Bitte? Aufprallgeräusche. Richtig, ja. Herr Reiser, 9 Verletzte, 1 Toter. Ja. Nicht mitgezählt, darf ich noch mal sagen, dass
verletzte Kind, also ihr eigener Sohn und auch ihre Frau nicht. Mich überrascht etwas, dass Sie sagen, Sie haben keine Vorstellung davon, welches Unfallgeschehen eigentlich der Auslöser für den Unfall war. Kann ich mich nicht erinnern, nein. Nein. Können Sie mir noch mal beschreiben, was das eigentlich war? Haben Sie nur an der Hand einen Ruck am Lenker gemerkt und dann ist das Fahrzeug auf einmal zur Seite? Ich hatte nicht das Gefühl, dass bei meinem Auto was kaputt ist oder ich plötzlich nicht mehr lenken kann oder irgendwas, sondern dass es mich einfach wegschiebt. Deshalb dachte ich, dass bei diesem Wohnwagen, irgendwas passiert ist. Haben Sie dagegen gesteuert? Haben Sie versucht? Ich habe versucht, gegenzusteuern, aber das war einfach zu spät. Es hat mich einfach rübergerissen. Augenblick mal bitte, Herr Reiser, haben Sie denn eigentlich gegengelenkt? Denn vorhin, und das habe ich mir wörtlich mitgeschrieben, sagten Sie, bevor ich noch reagieren konnte. Ja, das sind natürlich Bruchteile von Sekunden. Hatten Sie irgendwelche Hinweise auf einen technischen Mangel an Ihrem Fahrzeug? Hatten Sie vorher irgendetwas gemerkt während dieser 8 Stunden Fahrt, nein, dass sich an dem Fahrzeug irgendwas unnormal verhält? Überhaupt nicht, nein. Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie eine Thermoskanne dabei hatten, aus der Sie Kaffee getrunken haben. Wann haben Sie denn zuletzt was zu sich genommen oder auch Kaffee getrunken? Auf diesem kleinen Parkplatz diese gute halbe Stunde vor München, also auf diesem Parkplatz. Rita Betzen wird vernommen. Das Verfahren gegen sie wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Frau Betzen gibt an, dass sie in einem Architekturbüro als Statikerin bereits wieder arbeitet. Die Richterin möchte wissen, woher sie am Unfalltag kam. Also ich wollte in Murnau meine Kinder von den Schwiegereltern abholen. Und wir sind um 6 Uhr aufgestanden und fuhren gegen 6.30 Uhr in der Früh schon los. Also waren Sie bis zum Unfall, wenn der um 7.30 Uhr gewesen ist, etwa eine Stunde unterwegs. Ja. Die Kinder hinten auf den Rücksitzen, beide? Beide. Angegurtet? Angegurtet, ja. Beide? Nachher hat sich dann herausgestellt, dass meine Große, also die Anja, nicht angeschnallt war. Wie es aber dazu gekommen ist, das weiß ich nicht. Wissen Sie noch, was dem Unfall vorausging, ein bisschen jedenfalls? Ich fuhr hinter einem Wohnanhänger und sah aus diesem Fenster, was hinten immer ist, einen Jungen winken. Mhm. Und ich fuhr eine Zeit lang schon hinter diesem Gespann her und das Gespann fuhr... Mit welcher Geschwindigkeit ungefähr, wenn Sie es wissen noch? Ja, 80, aber höchstens 90. Also ich glaube, dass es eher 80 war, weil ich bin zwar keine so sehr forsche Autofahrerin, aber ich fuhr halt eine Zeit lang hinter ihm her und dann habe ich mich entschlossen zu überholen. Ansonsten zum Unfall selbst nichts? Nein, leider bis jetzt nichts. Wissen Sie zeitlich das Wiedererwachen im Krankenhaus einzuordnen? War das noch am selben Tage? Nein, also die Ärzte haben mir gesagt, ich war 10 Tage auf der Intensivstation und wenn der Unfall am 4. war, 4. Mhm. Juni, und ich eben im Krankenhaus war, gleich am selben Tag, dann bin ich am 14. Juni aufgewacht. Ich habe hier ärztliche Atteste. Frau Rita Betzen, geborene Weber, erlitt am 4.6.94 einen Verkehrsunfall und wurde am 4.6. mit einem Schockzustand in der Klinik aufgenommen. Ja. Es fanden sich Zeichen einer Brustkorbquetschung und einer Distorsion der Halswirbelsäule. Sie musste 10 Tage intensivmedizinisch überwacht werden. Während des Krankenhausaufenthaltes ergaben sich Hinweise auf eine posttraumatische Belastungsstörung, PSD. Wegen dieser Störung ist eine ambulante psychiatrische Behandlung bis auf Weiteres unbedingt erforderlich. Frau Betzen wurde am 4.7.94 entlassen und ist bis zum 18.7. krankgeschrieben. Sind Sie nun derzeit noch wegen dieser PSD in psychiatrischer Behandlung? Ja, ich gehe einmal in der Woche zu einer Gesprächstherapie. Frau Betzen, dann noch, auch wenn es schmerzlich ist, muss ich die Verletzungen Ihrer Kinder feststellen. Also fangen wir mit der Anja an, das ist die schwerer Verletzte. Ja, die eben nicht angeschnallt war. Ich vermute deswegen auch, dass sie schwerer verletzt worden ist, klar. Anja wurde mit folgenden Verletzungen am 4.6.94 in unserer Intensivstation aufgenommen. Erstens leichte Kommotio, zweitens Platzwunde im mittleren Stirnbereich, ca. 5 cm lang. Drittens Platzwunde, linke Oberlippe, ca. 1,5 cm lang mit Ödem der gesamten Unterlippe. Glatte Oberarmfraktur links im oberen Drittel, Längsfraktur der rechten Patella, das ist die Kniescheibe, in der Mitte der Patella, Rippenprellungen des gesamten Brustkorbs vorn. Anja konnte am 3. Tage von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden. Neurologische Ausfälle traten nicht auf. Die Ärzte haben auch gesagt, es werden wohl keine Folgeschäden bleiben. Das Einzige, was ihr etwas leid tut, ist, sie ist immer in den Ballettunterricht gegangen und jetzt
haben die Lehrer eben auch eher geraten, sie soll erstmal tänzerische Gymnastik machen und dann später kann sie wieder anfangen. Also, wie alt ist sie? 10, ne? Die ist 10, die wird jetzt Teil, also 10, ja. Teil der Lebensfreude geht also derzeit nicht? Ein bisschen, insofern eben tänzerische Gymnastik ist ja, ja auch nichts Schlechtes. Gut. Dann noch ihr Töchterchen Jasmin. Jasmin wurde mit folgenden Verletzungen am 4.6.94 stationär auf der Kinderstation aufgenommen. Zerrung der Brustwirbelsäule, leichte Gehirnerschütterung. Sie wurde zusammen mit ihrer Schwester Anja in der Kinderstation behandelt und am 17.6. entlassen. Ist das so richtig, Frau Betzen? Ja, alles. Eine Frage, die mit dem eigentlichen Unfallgeschehen gar nichts zu tun hat. Hat sich in jüngster Zeit mal jemand, ich drücke es extra so aus, mit Ihnen in Verbindung gesetzt? Zwei Leute. Und zwar ja. Zum einen Herr Steininger, also der ja. Lkw-Fahrer. Und dann habe ich noch von meinen Eltern erfahren, dass Frau Reiser auch im Krankenhaus war und nach unserer Telefonnummer gefragt hat. Und als ich dann auch entlassen wurde, hat sie sich mit mir in Verbindung gesetzt und wir sind dann so, sie und ihr Sohn Markus und ich mit meinen beiden Töchtern sind wir in ein Café gegangen und haben uns einfach so unterhalten, wie es uns geht und dass wir das Gott Gut, sei Dank alles überlebt haben. Frau Betzen, vielen Dank, das reicht, denn wir sind hier im Verfahren gegen Herrn Reiser. Hat Herr Reiser sich bei Ihnen in irgendeiner Weise gerührt? Nein. Sich um Sie gekümmert? Nein. Nicht. Dankeschön. Fragen Frau Vorsitzende, ja, darf ich noch mal nachhaken? Ja, aber wir sind im Verfahren gegen Ihren Mandanten, Herr Rechtsanwalt, und nicht gegen Herrn Vorsitzende, Steininger. Sicherlich, ich bin mir dessen völlig bewusst, aber ich habe gewisse Anhaltspunkte noch mal nachzufragen. Ist Würden denn Sie mir die bitte sagen? In irgendeiner Weise von Frau Reiser noch mal über das Unfallgeschehen mit Ihnen gesprochen worden oder nicht? Nein. Es war das Zusammentreffen, das Unterhalten über die Verletzungen ja. der Kinder. Und dass unsere Kinder, also Iris ja am weniger noch, aber also glimpflich kann man nicht sagen, ja, aber dass wir es eben überlebt nein. haben. Wir haben nur darüber gesprochen. Gut, dann sind anfängliche nicht. Bedenken, die ich hatte, zumindest nach dieser Aussage beseitigt. Gut, jetzt verstehe ich auch, warum ja, Sie das sicher. Gefragt haben, aber manchmal ist es dann vielleicht ganz zweckmäßig, wenn man das Gericht etwas informiert, was man mit der Frage erreichen Frau möchte. Vorsitzende, wenn man Informationen ganz kurzfristig bekommt, ist man nicht in der Lage, das dann auch noch rechtzeitig dem Gericht vorzutragen. Ich habe auch keinen Schriftsatz gemeint. Darf ich bitte nur ganz kurz die Frau Betzen ansprechen, weil ich habe mich deshalb nicht gemeldet, das ist keine Entschuldigung, das ist vielleicht auch falsch gewesen, dass ich nicht zu Ihnen gekommen bin, aber ich hatte einfach die Sorge, dass da irgendwelche, nachdem ich auch mit meinem Anwalt natürlich die Akten und so weiter und jetzt habe ich Sie Gott sei Dank wieder als Mensch vor mir, möchte mich bitte von Herzen entschuldigen für das, was da geschehen ist. Frau Betzen, als Zeugin sind Sie entlassen, mit Dank. Als Nebenklägerin haben Sie das Recht, jetzt anwesend zu bleiben. Herr Reiser, haben Sie eine Erklärung dafür, dass auch bis jetzt Ihre Frau offensichtlich immer noch nicht da ist? Nein, ich verstehe das nicht. Haben Sie sie denn heute Morgen gesehen? Nein, ich habe sie seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Leben Sie nicht zusammen? Doch, wir eigentlich schon, aber sie ist vor einer Woche von zu Hause ausgezogen. Ist natürlich jetzt in dieser Situation, also da kommt dann halt eins aufs andere. Gut. Nächster Zeuge ist Alfons Steininger. Das Verfahren gegen ihn wurde ebenfalls mangels Verschuldens eingestellt. Auf welcher Höhe war beim Überholen der Toyota der Frau Betzen, fragt die Richterin. Am Ansatz, also im Begriff war er eigentlich zu überholen. War denn gerade rausgeschert, auf die Spur. Mhm. Also als der Wagen nach links rüberzog, habe ich sofort eine Vollbremsung versucht, weil ich mir vorstellen kann, was da passiert mit dem Gespann da dran. Mhm. Bei dem Versuch jetzt auszuweichen, ist der Toyota auf die rechte Spur rübergekommen und ist in den Wohnwagen hineingefahren. Ich konnte nichts mehr machen, ich konnte weder links noch rechts rausziehen, das war alles schon, ich war ja schon im Bremsen begriffen. Der Toyota kam beim Ausweichen nach rechts, ja. sagten Sie, und ja. fuhr in den Wohnwagen hinein. Ja, das sag ich doch. Da noch was? Mit dem Wohnwagen? Ja, der Wohnwagen ist umgekippt. Und ich bin dann leider in den Toyota hineingefahren und in dieses ganze Jawohl. Hinter mir bemerkte ich dann, dass es mehrere Auffahrunfälle gab. Ich hörte Lärm und Rufen auch und bin dann ausgestiegen. Wollte auch helfen,
wusste nicht, in welche Richtung zunächst und bin dann nach vorne gelaufen, weil ich Frau Betzen sah, wie sie versuchte, ihre Kinder aus dem Auto zu befreien. Mhm. Und wir haben versucht, die hintere Tür zu öffnen, das war sehr schwer. Und dabei ist dann wohl durch Schockeinwirkung ist dann die Frau Betzen zusammengebrochen. Dann habe ich gehört, dass da ein Feuer war und das gab großen Lärm. Ich habe mich erinnert, ich hatte noch ein Feuerlöschgerät, haben wir ja immer bei unseren an Bord, nicht? Und habe versucht, diesen Brand zu löschen. Ich habe Leute auch gebeten, es haben erstaunlich wenig Leute da geholfen. Also doch, auf der Gegenfahrbahn waren Leute, die haben da rumgegafft, sogar Fotos gemacht, wie aus dem Urlaub, sensationell. Sie versuchten, das Feuer dieses brennenden Pkw zu löschen, war da der Fahrer dieses Pkws schon außerhalb des Fahrzeugs? Kann ich nicht sagen. Sie ich habe nichts nicht. Gesehen, ich habe nur die Flammen gesehen und Leute, die da hilflos waren. Ich war ja auch hilflos, nicht? Gut, Herr Steininger, zu Ihren Verletzungen. Ich habe hier auch einen ärztlichen Bericht, aber sagen Sie es mir, das ist dann einfacher. Stirnplatzwunde? Ja, habe ich gehabt, ja. Mhm. Ist verheilt. Und Stauchung beider Handgelenke? Ja, das hat sich gegeben. Lenkrad, ich hatte zunächst am Lenkrad, ich habe mich da mit der abgestürzten Hauptschlag aufhalten können. Ja. Mhm. Da hatte ich mir eine kleine Risswunde im rechten Daumenballen. Ist dabei passiert, ja. Wie lange hatten Sie Schmerzen etwa? So, ich hatte Schmerzen, hatte ich also Tag, zwei Tage, die waren nicht so stark. Haben Sie irgendeinen Grund erkennen können für das Fahrmanöver des Wohnwagengespanns, warum der auf einmal nach links lenkt? Überhaupt nicht. Also, ich kann das nur erklären aus meiner Berufserfahrung heraus. Nicht? Das muss wohl so übermüdet gewesen sein, wie man das in solchen Fällen dann hat. Oder dass man plötzlich unkontrolliert. Wie kommen Sie jetzt drauf? Weil Sie unkontrolliert sagen. Unkontrolliert, das heißt, vielleicht ist er müde. Bei übermüdeten Fahrzeugen hat man das ja mal so. Also ist Ihrem Eindruck nach hat man kein gezieltes Fahrmanöver erkennen können, sondern ein unkontrolliertes Kein Ausweichen, kein Steuern, ein plötzlich unbegründetes nach links rüberziehen. Der Student Franz Johase sagt zum Unfallgeschehen aus. Er ist vor mir, dann gleichzeitig neben mir und hinter mir hat es dann sofort weiter. Und wir standen dann also alle. Und das Fahrzeug, das auf den Kieslaster aufgefahren ist, hat angefangen zu brennen. Mhm. Und dann ist aus dem Fahrzeug ein brennender Mann raus, durch die Beifahrertür. Und als ich den sah, wie er da brennend auf den Grünstreifen rennt, bin ich aus meinem Auto und zu ihm hin, weil ich unbedingt helfen wollte. Der hat geschrien und das hat furchtbar gebrannt. Und als ich dann Kleidung? Hinten am Rücken vor allem. Mhm. Und wir haben dann zu zweit versucht, den zu löschen. Der lag inzwischen am Boden. Wir haben eine normale Decke oder eine Brandschutzdecke? Ah, da kenne ich den Unterschied nicht. Also so. Mhm. Und es hat leider keinen Erfolg mehr gehabt, letztlich, ne? Nein, er hörte dann so auf zu brennen und wir haben dann die Decke wieder runter, uns um ihn gekümmert. Aber er ist halt dann doch leider verstorben. Noch an der Unfallstelle? Soweit ich mitgekriegt habe, noch an der Unfallstelle. Ja. Haben Sie aus Ihrer Sicht irgendeinen Grund für das Fahrmanöver des Mercedes mit dem Wohnanhänger erkennen können? Überhaupt nicht. Also ich hätte ihn auch gleich überholt, wenn ich da an ihm vorbeigekommen wäre. Auf die Höhe hätte ich auch ohne zu bedenken überholt. Der Maurer Heinz Müller weiß zu berichten. Ich fuhr mit meinem Pkw auf der rechten Fahrbahnseite und plötzlich sah ich den Unfall. Daraufhin bremste ich scharf ab, schleuderte, prallte gegen die Leitplanke und in entgegengesetzter Richtung kam ich mit meinem Wagen wieder zum Stehen. Ja. War das der BMW, der blaue? Ja. Mhm. Es kann sein, ich weiß es nicht mehr genau, ob ich mit einem nachkommenden Pkw, mit meinem Wagen noch kollidierte. Ja. Kann ich gar nicht mehr sagen. Ja. Sonst weiß ich vom Unfallhergang wenig. Mhm. Und Sachschaden war 3000 Mark. Die Sachbearbeiterin Frieda Memminger sagt aus. Und auf einmal hörte ich ein Quietschen und Kreischen und ich bremste noch und auf einmal war ich auch im Haufen drin. Ja, wissen Sie noch mein Auto hatte Totalschaden. Ja. Und ich habe auch mir kein Auto wieder angeschafft. Ich habe fürchterliche Angst. Sie fahren seither nicht Auto? Nein, kein Auto mehr. Ich kann nachts nicht schlafen. Sind Sie verletzt worden durch den Unfall? Ja, am rechten Knie. Und ich habe auch jetzt immer noch Schmerzen drin. Die Versicherungskauffrau Karin Taube sagt zum Unfall. Ja. Und dann hat es auf einmal geknallt von hinten. Ich sah aber auch schon leicht vorne ein LKW und das hat geraucht und das ging aber so wahnsinnig schnell. Mhm. Mit welchem Fahrzeug waren denn Sie, Entschuldigung? Ich war mit dem Ford Escort. Der Ford Escort, der blaugraue. Ja. Ja. Und dann kam ich leicht schräg zum Stehen und dann weiß ich aber nichts mehr. Ich glaube, ich bin so ein bisschen weggetreten und
dann hat man mich ins Rechts der Isar gebracht. Mhm. Und ich hatte hier fürchterliche Schmerzen. Ich nehme an, das kam vom Gurt. Ich hatte ein Hämatom rechts und fürchterliche Blutungen hier im Arm. Also da hatte ich eine Schnittwunde. Können Aber Sie sagen, woher die kamen? Sind das Glassplitter? Das weiß ich nicht. Nächster Zeuge ist der Ingenieur Karl Schmiedel, der Frau Taube aus dem Wagen geholt hatte. Mhm. Sie haben sich überschlagen, ne? Ja. Und konnte dann auch selber wieder aussteigen. Dann habe ich noch gesehen hier, ich glaube, wir haben uns draußen unterhalten, die Frau Taube war das. In dem Ford Escort, da hing der Arm raus und da lief das Blut raus, da wollte ich auch noch ein bisschen helfen. Haben Sie sehen können, was eigentlich vor Ihnen der nicht mehr so Anlass genau, für den Unfall denn, weil war? Ich bin ja überschlagen gerollt, da konnte ich gar nicht mehr viel sehen. Und dann nachher habe ich Aufstieg, dann stand der Wohnwagen da quer und. Aber wie es dazu im Einzelnen gekommen das ist, kann das ich haben nicht Sie sagen, nicht sehen können. Sind Sie verletzt worden bei dem Unfall? Ja, aber nicht schlimm. Durch den Gurt hier ein bisschen Brustprellung und Oberschenkelprellung, aber da spüre ich jetzt gar nichts mehr von. Der Polizeibeamte Ludwig hat die Ermittlungen durchgeführt. Er zeigt den Prozessbeteiligten einen Videofilm, der von ihm an der Unfallstelle gedreht wurde. Also hier sehen Sie jetzt den Wohnwagen an seiner späteren Lage bei Kilometer 92,5, der Toyota, der LKW, der Mercedes des Herrn Reiser. Der Toyota in Großaufnahme von vorn, der LKW und der Wohnwagen wiederum. Jetzt nochmal der Toyota von hinten. Das ist eine recht hohe Böschung da an der Stelle, ne? Ja, die dürfte etwa 5 Meter sein. Jetzt der Mercedes wieder. Hauptanstoßstelle links vorne, ne? Bei dem Mercedes. Ja. Der ausgebrannte Kadett. Der ausgebrannte Pikeway. Jetzt hier der Opel. Ja. Und dann der blaue BMW. Wie viele Fahrzeuge waren das insgesamt? 12, ne? 12 Fahrzeuge waren das. Man sieht auch gut, deshalb brauchen wir es nicht nochmal extra zu fragen, blauen Himmel, trockene Fahrbahn, ne? Ja. Wann ist das Video entstanden? Ungefähr wie lang nach dem Unfall? Ich würde sagen so 10 bis 15 Minuten später, also wir sind angekommen, etwa 10 Minuten danach. Und aber die Verletzten waren schon versorgt und abtransportiert. Ja, die sind schon versorgt worden. Das ist der BMW, der sich überschlagen hatte? Das ist der BMW, der sich überschlagen hatte, ja. Du sagst immer, Papa ist schuld und Papa sagt immer, du bist schuld. Ständig schiebt einer die Schuld auf den anderen. Warte mal, das ist es. Moment, schnell. Ja? Entschuldigung, grüß Gott. Angelika Reiser, ich wollte Ihnen sagen, wir sind jetzt da. Frau Reiser, gut, dass Sie jetzt gekommen sind. Warten Sie bitte jetzt draußen, ich mache hier erst die Zeugenvernehmung zu Ende. Nachher rufe ich Sie dann rein. Ja? Dankeschön. Herr Ludwig. Komm, wir setzen uns noch einen Moment hin. Unter mich denkt keiner. Keiner fragt mich, wie es mir geht. Ach, Markus, ich habe dir das doch schon mal erklärt. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Schau, der Papa und ich haben uns halt auseinandergelebt. Das passiert manchmal, wenn man so lang zusammen ist. Wir haben uns ja wirklich nur noch gestritten. Ich will aber nicht, dass du euch scheiden lässt. Markus, es gibt so Situationen, wenn man sich überhaupt nicht mehr versteht. Da ist es einfach besser, wenn man sich trennt. Ich glaube wirklich, dass es besser ist. Ich will es aber nicht. Ach, Markus, setz dich hin, bitte. Wir reden heute Abend noch mal drüber. Ich kann mich da jetzt nicht drauf konzentrieren. Ich bin viel zu nervös. Herr Ludwig, ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Sie können dann gehen. Wollen Sie das Videogerät jetzt mitnehmen? Das hole ich später. Holen Sie später. Dankeschön. Und wenn Sie rausgehen, könnten Sie gleich der Zeugin Reiser bitte sagen, sie kann jetzt hineinkommen. Danke Ihnen. So, Frau Reiser, mit dem Sohn, gell? Ja. Frau Reiser, nehmen Sie hier in der Mitte bitte Platz. Markus nimmt vorerst neben den Zeugen Platz. Angelika Reiser erklärt ihr zu spät kommen damit, dass ihre Mutter am Morgen im Treppenhaus gestürzt sei und sie sich noch um sie kümmern musste. Frau Reiser, Sie haben Ihren Sohn mitgebracht. Ich habe nicht gerne Kinder im Sitzungssaal. Und erst recht habe ich sie nicht gerne dann im Sitzungssaal, wenn der eigene Vater der Angeklagte ist. Ich möchte Sie bitten, dass Sie veranlassen, dass Ihr Sohn rausgeht.
Du wartest du draußen, wenn wir vorhin gesessen sind, ja? Die Mama kommt dann gleich. Setz dich da ums Eck und wartet mich, ja? Du bist ja groß genug, um da draußen alleine sitzen zu können, gell? So. Angelika Reiser hatte bisher keine Angaben gemacht und braucht auch jetzt als Ehefrau des Angeklagten nicht auszusagen. Von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht macht sie jedoch keinen Gebrauch. Da sie sich von ihrem Mann scheiden lassen will, möchte sie reinen Tisch machen. Unfall auf der Autobahn mit schweren Folgen für ihren Sohn, mit Gott sei Dank nicht so gewichtigen Folgen für sie, aber mit weiteren schweren Folgen für andere Personen. Wie kam es zu diesem Unfall? Tja, mein Mann ist eingeschlafen. Ja? Wieso sagst du das? Hey, langsam, Angie, Herr Reiser. Langsam, jetzt sind nicht Sie dran. Mein Mann ist eingeschlafen. Ja, Frau Reiser, das ist etwas, was man nach Aktenlage fast schon sich hatte denken können. Und jetzt wird's greifbar. Schildern Sie mir bitte Einzelheiten. Angelika Reiser gibt zunächst an, dass sie kurz vor München noch mal eine Pause gemacht hätten, weil ihr Mann müde war. Bei der anschließenden Weiterfahrt habe sie Markus dann erlaubt, in den Wohnanhänger zu steigen und ihr Mann habe das stillschweigend hingenommen. Also, ihr Mann hat schließlich auch nichts dagegen unternommen, dass das Kind hinten blieb und ist losgefahren. Ist das richtig so? Ja. Wie war da sein Zustand, was die Fahrtauglichkeit oder die Müdigkeit, besser gesagt, anbelangt? Ja, erst dachte ich noch, es geht, aber dann habe ich ziemlich bald eben nochmal gemerkt, dass er so hochgeschreckt ist und beschreiben Sie mir das mal bitte näher. Ja, ist halt so hoch und als ich dann hingeschaut habe, hat er die Augen so aufgerissen und hat sich auch ganz verkrampft so am Lenkrad festgehalten. Mhm. Und dann habe ich gleich gesagt, er soll doch noch mal rausfahren und soll vielleicht ein bisschen schlafen. Ja, und was hat er gesagt? Er hat gesagt, es geht schon noch und er schafft es schon noch bis München. Wie weit waren wir zu Ihrer Schätzung nach noch die Strecke, die man noch bis Unterhaching hätte fahren müssen? Weiß nicht. 40, 50 Kilometer. Mhm. Haben Sie ihm vielleicht auch angeboten, zur Not, dass Sie fahren? Ich habe ihm erst noch gesagt, er soll das Fenster aufmachen. Und dann habe ich ihm eben angeboten, dass ich fahre. Hat er da mit Worten abgelehnt oder nur einfach nicht drauf reagiert? Ja, er hat gesagt, er will es nicht. Weil ich könnte ja eine Schramme in den Wohnwagen fahren. Oder ins Auto oder was weiß ich. Wie viel Zeit oder Strecke etwa verblieb denn jetzt noch, bis es dann tatsächlich zum Unfall kam? 2 Minuten. Ist Ihnen nun unmittelbar vor dem Unfall noch etwas in Richtung auf Einschlafen, Müdigkeit, Erschöpfung aufgefallen bei Ihrem Mann? Danach habe ich gar nicht mehr hingeguckt. Ich war halt sauer und habe aus dem Fenster geschaut. Nach rechts rüber aus dem Fenster? Ja. Was Sie jetzt angegeben haben zum Fahrverhalten Ihres Mannes, insbesondere zu den Müdigkeitserscheinungen, die Sie geschildert haben, dass er am Einnicken gewesen war, dass er zusammengeschreckt ist, dass Sie das, die mühsam aufgerissenen Augen gesehen haben, das krampfhafte Halten des Lenkrades, das beteuern Sie mir, dass das wirklich so war. Das habe ich so gesehen. Bitte? Das habe ich so gesehen. Frau Reiser, Sie lassen sich nicht etwa durch die schlimmen Folgen des Unfalles hier zu irgendetwas verleiten, Ihrem Mann irgendetwas anzuhängen, was nicht der Wahrheit entspricht? Ich will ihm doch nichts anhängen. Aber so wie ich es gesagt habe, so ist es da passiert. Ja. Besteht eigentlich zwischen dem Unfall und seinen Folgen und Ihrem jetzigen Scheidungsvorhaben ein Zusammenhang? Wir haben uns vorher schon nicht mehr so blendend verstanden und seit dem Unfall haben wir uns eigentlich nur noch gestritten. Soll aber in Jesolo noch ein sehr schöner Urlaub gewesen sein, sagte Ihr Mann. War's auch. War's auch. Eine glückliche Familie, die da auf der Rückfahrt vom Urlaub war. Bis zum Unfall, ne? Ja. Mir sind so verschiedene Dinge aufgefallen. Ich möchte vielleicht mal am Ende anfangen. Sie sagen, seit dem Unfall haben wir uns nur noch gestritten, Ihr Mann und Sie. Weshalb? Was war Thema? Ja, teilweise haben wir uns darüber gestritten, wer Schuld dran hat, dass der Markus jetzt
nur noch ein Auge hat. Und auch über andere Sachen, wo wir uns vorher schon immer gestritten haben. Er hat es halt nie akzeptiert, dass ich wieder arbeiten will und... Sie haben geschildert, dass Ihr Mann mal gesagt hat, er sei etwas müde. Wie ging es denn Ihnen, wenn Sie mir das noch mal genauer sagen würden? Ja, also ich meine, ich war nicht gerade ausgeschlafen, aber... Ja. Nun kann es ja doch durchaus sein, wenn das richtig ist, was Sie erzählt haben, Ihr Mann sei nicht damit einverstanden, dass Sie das Fahrzeug führen oder das Gespann führen, dass er in Sorge war, Sie seien auch nicht wach genug. Nein, es ging ja nur darum, dass ich nicht fahren kann. Ich bin haben Sie auch denn schon mal ein derartiges Gespann gefahren? Nein. Jetzt noch mal eine Geschichte, weil wir ihn nicht unmittelbar befragen wollen und auch gar nicht könnten. Wie steht denn Markus zu der Sache? Der Markus will eigentlich nur, dass wir uns wieder vertragen. Hat er vielleicht gar nicht so unrecht. Was sagt Ihr Mann dazu? Haben Sie mal mit Kontakt mit ihm gehabt, nachdem Sie ausgezogen waren? Vor 3 Tagen haben wir das letzte Mal telefoniert. Ja. Und da haben Sie ihm, glaube ich, gesagt, Sie wollten sich scheiden lassen. Vielleicht gelingt es ja doch nochmal, dass Sie zueinander finden. Ich weiß es nicht. Ich hätte nur eine Bitte. Ich würde gern den Angeklagten etwas fragen und dass die Zeugin noch so lange noch. Also in Anwesenheit der Zeugin noch. Richtig. Ja, gerne. Ich hätte ihn gerne gefragt, was er zu dieser Darstellung sagt, ob die richtig ist und warum er vorhin auf die Frage, welche Erklärung er für den Unfall hat, er diesen gesamten Vorfälle nicht geschildert hat. Also was nicht stimmt, ist, dass ich weggenickt bin. Das stimmt einfach nicht. Das hätte ich ja sofort gemerkt. Natürlich... war ich da vielleicht etwas müder als sonst, aber ansonsten habe ich mich so verhalten, wie ich mich sonst auch verhalte, wenn ich etwas erschöpft bin. Ganz einfach. Frau Reiser, ich hatte ja gebeten, dass Sie da bleiben. Sie haben jetzt gehört, dass Ihr Mann Ihre Darstellung im Wesentlichen bestätigt, bis auf diesen Punkt mit dem Einschlafen. Ich habe halt gesehen, dass er hochgeschreckt ist. Ob er vorher geschlafen hat, weiß ich nicht. Aber dadurch bin ich halt aufmerksam drauf geworden, dass er wohl doch ziemlich müde ist. Sie haben gleich bei Beginn Ihrer Aussage gesagt, er ist eingeschlafen. Darf ich noch mal festhalten, Herr Staatsanwalt, weil Sie sagten, die Frau Reiser hätte erklärt, er sei eingenickt. Sie hat gesagt, ich hatte den Eindruck, er ist eingenickt. Sie hat nicht gesagt, ich habe gesehen, dass er eingenickt ist. Der Staatsanwalt trägt an, nach dieser belastenden Aussage von Frau Reiser einen rechtlichen Hinweis dahingehend zu geben, dass ein Vergehen der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung in Betracht kommt, weil der Unfall verursacht worden ist, deswegen, weil der Angeklagte infolge körperlicher Mängel nicht mehr fahrtüchtig war. Bei einem solchen Delikt kommt außerdem eine Zug der Fahrerlaubnis in Betracht und hierauf wäre der Angeklagte aus meiner Sicht auch hinzuweisen. Außerdem regt der Staatsanwalt an, im Hinblick auf den erhöhten Schuldvorwurf den hinteren Teil des Unfallgeschehens aus dem Verfahren herauszunehmen und die Strafverfolgung auf die 4 vorderen Fahrzeuge zu beschränken. Das heißt auf die fahrlässige Tötung des beteiligten Rossow, die Körperverletzungen der 3 Beteiligten im Fahrzeug Betzen und auf die des Lkw-Fahrers Steininger. Der Verteidiger bittet um eine Unterbrechung der Hauptverhandlung. Der Staatsanwalt ist der Auffassung, dass Sie übermüdet waren, dass demzufolge Sie nicht mehr fahrtüchtig waren, dass wegen Ihrer Fahrtüchtigkeit Sie den Fahrfehler begangen haben und dementsprechend ein Vergehen der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung vorliegt. Ist das zusätzlich zu den beiden anderen Vorwürfen? Das ist ein Tatvorgang. Ja. Es ändert natürlich einiges am Strafmaß. Immer unter der Voraussetzung, dass man nicht nur zu dem Ergebnis kommt, Sie seien müde gewesen, was nach 8 Stunden Fahrt ohne weiteres zu verstehen ist, sondern dass man sagt, Sie seien übermüdet gewesen. Mhm. Dafür gibt es ja gewisse Anzeichen. Das ist jetzt aber wirklich durch die Aussage meiner Frau entstanden, diese Änderung. Nicht ausschließlich. Aber sicherlich war es ein wesentlicher Punkt, der jetzt eine Wende gegeben hat. Es ist unfassbar. Ja? Der Sachverständige führt in seinem Gutachten unter anderem aus, dass der PKW des Angeklagten bis zum Aufprall an die Leitplanke zu keinem Zeitpunkt abgebremst wurde. Der Toyota der Frau Betzen und auch der LKW des Herrn Steininger zeigten Blockierspuren, ebenfalls das Fahrzeug des verstorbenen Rossow. Eine verspätete Reaktion sei diesen Beteiligten nicht nachzuweisen.
Das Wohnwagengespann wurde technisch überprüft und es wurde festgestellt, dass an diesem Fahrzeug weder an der Bremsanlage noch an der Lenkung noch an anderen sicherheitsrelevanten Teilen wie der Bereifung und so weiter irgendwelche technischen Mängel waren, die dieses Unfallgeschehen in irgendeiner Art und Weise hätten beeinflussen können. Der Wohnanhänger wurde hinsichtlich seiner Betriebsbremse, hierbei handelt es sich um eine Auflaufbremse, untersucht. An dieser Betriebsbremse waren keine technischen Mängel. Was auffällig war, war an der Bereifung, nämlich der rechte hintere Reifen war drucklos. Der wurde zunächst abgebaut und dann an der Innenseite des Reifens überprüft, ob irgendwelche Spuren eines längeren Minderdrucks vorhanden waren. Es waren keine einzelnen Anzeichen festzustellen. Wenn also beispielsweise der Herr Reiser in Italien mit seinem Fahrzeug mit einem Reifenluftdruck, der weit unter dem, was üblich ist, losgefahren wäre, dann hätte man dies an der Reifenwand innen bereits sehen müssen. Die letzte Frage, die sich nun stellt, was war die Ursache für das Abkommen des Herrn Reiser nach links auf diese Gegenfahrbahn? Also eine extrem starke oder eine starke Lenkbewegung nach links muss dem Ganzen vorausgegangen sein. Und dann kam das Fahrzeug immer weiter nach links, aber in dieser Phase hätte der Herr Reiser ja noch 2,5 bis 3 Sekunden Zeit gehabt, um irgendetwas zu tun. Also zusammenfassend komme ich in meinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass Herr Reiser unmittelbar bevor er sein Fahrzeug nach links lenkte, eine ruckartige Bewegung an der Lenkung durchgeführt haben muss. Die führte eben zu dem Driftvorgang des Fahrzeugs gegen die Leitplanke. Er hätte, wenn er in dieser Phase, die zunächst mal für ihn noch keine Gefahr darstellte am Beginn, wenn er in diesem Moment noch eine Vollbremsung eingeleitet hätte, hätte er den Unfall weg- und zeitmäßig vermeiden können. Auch die nachfolgenden Fahrzeuge wären dann nicht auf seinen Wohnanhänger aufgefahren. Die drei weiteren Unfallbeteiligten konnten den Unfall weder weg- noch zeitmäßig vermeiden. Er hätte ja auch noch lenken können. Lenkmanöver wäre doch auch noch denkbar gewesen. Er hätte bremsen und lenken können im Prinzip. Also versucht zum Beispiel in die rechte Fahrspur zurückzukehren oder mitten in der linken zu bleiben, geradeaus. Die sinnvollste Abwehrbewegung wäre sicherlich die gewesen, kurz anzubremsen und dann gegenzulenken und dann wieder auf die Fahrspur zurückfahren, dann hätte es keinen Unfall gegeben. Die Richterin schließt die Beweisaufnahme und bittet den Staatsanwalt um sein Plädoyer. Dieser stellt unter anderem fest, was am Anfang der Verhandlung und während der Ermittlungen noch etwas unklar war, war die eigentliche Unfallursache. Was man zwar vermuten konnte, aber nicht mit der im Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisen konnte, hat sich durch die Aussage der Ehefrau des Angeklagten nunmehr eindeutig bestätigt. Der Angeklagte war zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens absolut fahruntüchtig. Die Fahruntüchtigkeit beruhte auf einem körperlichen Mangel, er war übermüdet. Und diese Übermüdung hätte der Angeklagte erkennen können, und damit auch den Unfall vermeiden können, wenn er die angebrachten Maßnahmen getroffen hätte. Auch der Umstand, dass die Bewältigung des Unfalls, der Unfallfolgen zu einer Ehekrise geführt hat, lässt keineswegs den Schluss zu, dass deswegen der Zeugin kein Glauben geschenkt werden kann. Außerdem hat er auf Vorhalt ja selbst eingeräumt, dass es im Wesentlichen so abgelaufen ist, wie seine Frau es geschildert hat. Er hat sich nur an dem Wort Einschlafen, Einnicken gestört und hat das von sich gewiesen. Ich will ihm sogar mal abnehmen, dass er diesen Umstand auch verdrängt und nicht realisiert. Aber hier kommt ein zweiter ganz wesentlicher Gesichtspunkt hinzu. Nachdem der Angeklagte am Unfallort von einem technischen Fehler gesprochen hat oder diesen für möglich gehalten hat, wurde sein Fahrzeug nachhaltig untersucht. Es hat keinerlei technischen Defekt aufgewiesen. Sein Fahrverhalten ist absolut unerklärlich. Er verreißt das Lenkrad, zieht damit auf der Autobahn sein Fahrzeug mit Anhänger quer über die Fahrspuren und reagiert im Folgenden 2 bis 3 Sekunden lang überhaupt nicht auf diese Situation. Ich meine, es ist mit Händen zu greifen, dass der Schluss zutreffend ist, dass das vorher von der Zeugin geschilderte körperliche Befinden des Angeklagten die Ursache dafür war, dass er in den sogenannten Sekundenschlaf verfallen ist, also kurz eingenickt ist
und dabei das Fahrzeug mehr oder weniger sich selbst überlassen hat. Eine andere Erklärung ist meines Erachtens überhaupt nicht zu finden. Die Anforderung des Gesetzgebers ist der hochkonzentrierte Fahrzeugführer und der Mensch ist nicht jeden Tag in gleich guter Form. Wenn es denn infolge einer Unachtsamkeit oder einer falschen Einschätzung der Verkehrssituation zu einem Unfall kommt, dann ist es auch wiederum für den Straßenverkehr typisch, dass sehr viel passieren kann. Es kann eben zu schweren Verletzungen oder auch zu Tötungen kommen, obwohl in Anführungszeichen nur eine kurze Unachtsamkeit vorausging. Die Straßenverkehrsgefährdung hier ist etwas ganz anderes. Hier ist keine kurzfristige Unachtsamkeit der Ausgangspunkt des Unfalls. Hier hat sich ein Ereignis über Stunden hinweg aufgebaut. Und darin liegt der Schwerpunkt dieses Deliktes, darin liegt seine besondere Gefährlichkeit und darin liegt auch die besondere Notwendigkeit, sie stark zu ahnden. Denn ich will mal die ganz simple Frage in den Raum stellen, wer von uns möchte als Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn um 7.30 Uhr einem führerlosen Mercedes mit Wohnwagenanhänger begegnen? Um die Relation richtig herzustellen, der Angeklagte macht einen ordentlichen Eindruck. Er ist durch die Tat erheblich selbst gestraft worden. Ich möchte vermuten, dass sein Leben lang er daran zu leiden haben wird, dass sein Sohn das Augenlicht auf einem Auge verloren hat. Man könnte meinen, es sei damit durchaus genug. Aber an dieser Unfallstelle ist ein Mensch im Auto verbrannt. Diese Schuld wiegt einfach schwer und muss entsprechend geahndet werden. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft kommt hier nur die Verhängung einer Freiheitsstrafe in Betracht, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden kann, weil der Angeklagte nicht vorbestraft ist. Ich meine, dass eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten tat- und schuldangemessen ist. Als weiteres kommt hinzu, dass dem Angeklagten die Fahrerlaubnis zu entziehen ist. Der Entzug der Fahrerlaubnis und eine Sperrfrist von 15 Monaten erscheint der Staatsanwaltschaft hier in diesem Fall angemessen. Die Nebenklagevertreterin schließt sich im Wesentlichen den Ausführungen der Staatsanwaltschaft an und ist auch zu der Überzeugung gelangt, dass es zu dem Unfallgeschehen kam durch das Einschlafen oder Einnicken des Angeklagten und dass im Hinblick auf die erheblichen Verletzungen, die die Nebenklägerin und auch die anderen Beteiligten erlitten haben, dieses in einem notwendigen Maße geahndet werden muss und nicht als Bagatelle unbeachtet bleiben kann. Sicherlich ist es so, dass hinsichtlich des posttraumatischen Stressdisorders von der Frau Betzen dem Angeklagten nicht allein dieser Umfang und diese Erheblichkeit zugerechnet werden kann, weil da einfach das Vorgeschehen und die Vorgeschichte der Frau Betzen mit eine Rolle spielt. Und sicherlich trifft ihn auch nicht vollem Umfange die Verantwortlichkeit für die Erheblichkeit der Verletzungen der Tochter Anja, weil eine Rolle spielt, dass sie nicht angeschnallt war. Aber vor dem Hintergrund, dass der gesamte Unfall bei ausgeruhtem Zustand des Angeklagten vermeidbar gewesen wäre, ist eine Ahndung der fahrlässigen begangenen Körperverletzung unumgänglich. Hinsichtlich des Strafmaßes stellt die Nebenklägerin keinen gesonderten Antrag, hält jedoch die Ausführungen der Staatsanwaltschaft insoweit für tat- und schuldangemessen. Der Verteidiger führt unter anderem aus: Es wurde sowohl von Ihnen, Herr Staatsanwalt, als auch von Ihnen, Frau Kollegin, gesagt, das ist eine Sache, die sich langsam aber sicher aufgebaut hat. Natürlich die Ermüdung schon. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass mein Mandant von allem Anfang an nun schon die eigene subjektive Erkenntnis hatte, dass es sich so aufbaut. Er hat Pausen eingelegt, er meinte damit, das Ausreichende getan zu haben. Ich bin der Auffassung, dass es gerechtfertigt wäre, auf eine geringere Strafe, als sie durch die Staatsanwaltschaft beantragt worden ist, zu erkennen. Herr Reiser hat deutlich, jetzt einmal unabhängig davon, ob er diesen Sekundenschlaf, wenn es ihm überhaupt so bewusst geworden ist, eingeräumt hat oder nicht eingeräumt hat, durch diesen Unfall erhebliche Folgen zu tragen. Er hat sich zu diesem Unfall bekannt und ich erinnere an das, was er eingangs der Hauptverhandlung sagte, wie er unter diesem Ereignis, von dem er ja sagte, er habe es
veranlasst, zu leiden hat. Ihn beeindruckt in besonderem Maße das, was Frau Pitzen passiert ist und ihren beiden Töchtern. Und nicht zuletzt muss er ja auch erkennen, wie es seinem Sohn geht. Das war in unserer ersten Besprechung, die wir im Büro hatten, das ihn am meisten bewegende, das ist verständlich. Erst allmählich ist ihm dann bekannt und bewusst geworden, was sonst passiert ist. Ein einmaliges Fehlverhalten, ein Verhalten auf der einen Seite mit sehr gravierenden Folgen für andere Verkehrsteilnehmer, die sich ordnungsgemäß im Straßenverkehr bewegt haben. Mit Folgen für ihn, die in beruflicher Hinsicht möglicherweise ihre Auswirkungen haben und was viel schwerwiegender ist, mit Folgen für ihn auch, die größte Auswirkungen haben auf das Zusammenleben der Familie. Ich komme zu dem Ergebnis, dass auch aus der Sicht der Verteidigung eine Freiheitsstrafe veranlasst ist. Ich bin der Auffassung, dass diese Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen ist und zum Entzug der Fahrerlaubnis bitte ich Sie, einmal bei der Länge der Sperrfrist zu berücksichtigen, einmal sein bisher einwandfreies Verhalten als Kraftfahrer. Ich bitte zu berücksichtigen, dass er nicht derjenige ist, der grundlos, der völlig einsichtslos sich hier verhalten hat, sondern der weiß, dass er zu dieser Tat zu stehen hat. Ich meine, es sollte eine geeignete Besinnungszeit für ihn sein, die er dann auch versteht. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Verteidiger. Herr Reiser, Sie haben jetzt die Möglichkeit, selbst noch alles zu sagen, was Sie sagen möchten. Sie haben insbesondere das letzte Wort. Ich möchte mich bei den Beteiligten sehr herzlich entschuldigen, weil es so ist, dass ich diesen Unfall, dass ich der Anlass dieses Unfalles war, und ich bitte Sie recht herzlich um Entschuldigung für die ganzen äußeren und auch inneren Verletzungen, die Sie erlitten haben. Wenn ich wirklich eingeschlafen sein sollte, dann kann ich das im Moment und wahrscheinlich nie zugeben, weil es mir einfach nicht bewusst ist. Und jetzt, Herr Hertel, zur Haftungsfrage der am Unfall Beteiligten. Für die vorderen Fahrer, hat der Sachverständige eben ausgeführt, war der Unfall ja unvermeidbar. Der Herr Reiser haftet für den ganzen Schaden, den er durch einen groben Fahrfehler aus Übermüdung angerichtet hat. Und da ist zunächst mal der Schaden an seinem eigenen Auto, den er von niemand bezahlt verlangen kann. Und dann der Schaden an dem Wohnwagen, den er wohl seinem Freund ersetzen muss. Und dann kommen die fremden Schäden. Da ist erst die Rita Beetzen, die eine schwere, recht seltene Verletzung erlitten hat. Die Tochter, die Anja Beetzen, die war schon älter und nicht angegurtet, hat sich selbst abgegurtet. Sie hat wohl schon die Einsichtsfähigkeit, dass sie sich durch Angegurtetsein schützen muss. Hier wird man eher ein gewisses Mitverschulden anlasten können. Die Mutter haftet nicht, denn sie hat kontrolliert, dass das Kind sich angeschnallt hat. Sie muss ihre Aufmerksamkeit nach vorne richten und kann nicht ständig kontrollieren, ob das Kind noch angeschnallt ist. Jasmin? Die Schwester Jasmin Beetzen, die war angeschnallt, deswegen nur relativ geringfügig verletzt. Dann kommt der LKW-Fahrer, Alfons Steininger. Der Alfons Steininger war ebenfalls glücklicherweise angegurtet, ebenfalls nur geringe Verletzungen. Und im folgenden PKW dann der Mirko Rossow, der durch die Verbrennungen an der Unfallstelle noch verstorben ist. Hier geht es um die Beerdigungskosten. Sozialbeerdigung muss auch der Herr Reiser bezahlen. Und vielleicht, wenn sich noch entfernte Verwandte finden, ein gewisses Schmerzensgeld. Man muss aber sagen, dass diese Fremdschäden durch die Autoversicherung des Herrn Reiser bezahlt werden, eben im Gegensatz zu denen, die er selbst bezahlt an seinem eigenen Auto und an dem Wohnwagen. Und was ist mit seinem Sohn, mit Markus? Hat der Ansprüche zu stellen und an wen? Der Markus wusste wohl selbst, dass er während der Fahrt sich in dem Wohnwagenanhänger nicht aufhalten darf, aber
Man wird ihm hier keine Mitverantwortung entgegenhalten können, weil die Eltern dabei waren. Mutter hat's erlaubt. Die Mutter hat's erlaubt, der Vater hat's geduldet und die Hauptverantwortung trifft den Vater als den Fahrer. Ja. Der ist im Wesentlichen verantwortlich dafür. Also voller Schadenersatzanspruch. Auch diesen Schadenersatz deckt die Autoversicherung des Herrn Reiser ab. Und jetzt hat ja die Angelika Reiser, die Ehefrau, behauptet, ihr Mann sei eingeschlafen. Und ich habe eine Untersuchung gelesen, dass bei jedem vierten tödlichen Autobahnunfall das Einschlafen, eben dieser berühmte Sekundenschlaf, eine Rolle gespielt hat. Ja. Also das ist ja nun ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz gefährlich. Was Herr Reiser da veranstaltet hat, ist wirklich grob fahrlässig. Zeichen von Ermüdung stellen sich nicht plötzlich ein. Die kann man erkennen, die muss man erkennen, wenn man sich beobachtet, was man als Fahrer ja auch muss. Er gefährdet nicht nur Fremde, sondern er gefährdet auch seine eigene Gesundheit, seine eigenen Vermögensinteressen. Er gefährdet letztlich auch seinen Kaskoversicherungsschutz, weil Fahren unter Übermüdung einfach grob fahrlässig ist. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese Gefahren noch mal so herausgestellt haben, Hertel. Danke Ihnen. Jetzt hören wir das Urteil des Gerichts. Ich verkünde zu deinem Namen des Volkes folgendes Urteil. Der angeklagte Reiser, Personalien wie erhoben, ist schuldig einer fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs, einer fahrlässigen Tötung und vier rechtlich zusammentreffenden fahrlässigen Körperverletzungen. Er wird deswegen zur Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Dem Angeklagten wird die Fahrerlaubnis entzogen, der Führerschein wird eingezogen, die Verwaltungsbehörde wird angewiesen, ihm vor Ablauf von 12 Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der Nebenklage. Bitte nehmen Sie Platz. Ich verkünde ferner 2 Beschlüsse. Der erste Beschluss betrifft die Bewährung. Die Bewährungszeit beträgt 3 Jahre. Dem Angeklagten wird auferlegt, eine Geldbuße in Höhe von DM 3000 zugunsten der Verkehrswacht München zu bezahlen. Ferner dem Amtsgericht München jeden Wohnsitzwechsel zu dem Ihnen bekannten Aktenzeichen mitzuteilen. Ich verkünde dann ferner einen 2. Beschluss. Die Fahrerlaubnis wird dem Angeklagten vorläufig entzogen. Haben Sie einen Führerschein dabei? Ja. Geben Sie ihn mir bitte. Danke. Helmut Reiser nimmt das Urteil an. Er will nicht in die Berufung gehen. Was ist aus den Unfallbeteiligten inzwischen geworden? Angelika Reiser hat sich von ihrem Mann scheiden lassen und versucht, in ihrem alten Beruf als Bürokauffrau wieder Fuß zu fassen. Helmut Reiser versucht, mit der Tatsache klarzukommen, dass er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Er stürzt sich beim Gartenbauamt in seine Arbeit. An Wochenenden kümmert er sich intensiv um seinen Sohn Markus. Markus büffelt auf dem Gymnasium und fängt an, sich für seine Mitschülerinnen zu interessieren. Rita Betzen hat die Therapie beendet. Nur unter extremen Belastungen kommen nachts, wenn auch selten, die Bilder ihrer Kinder zurück. Anja darf inzwischen am Ballettunterricht teilnehmen. Jasmin ist vergnügt wie immer. Sie hat den Unfall am besten verkraftet. Alfons Steininger kommt nur noch selten zu Besuch, weil er eine Frau fürs Leben gefunden hat. Auch für die leichter verletzten Müller, Taube, Memminger und Schmiedel ist der Alltag wieder eingekehrt. Franz Johase setzt sein Jurastudium in München fort. Mirko Rossow erhielt eine Sozialbestattung, denn Angehörige konnten nicht ermittelt werden. Für ihn ging das Leben auf der A91 zu Ende. Tödlicher Leichtsinn, tödlicher Sekundenschlaf, tödliche Folgen.